A2.2. Berechnen Sie das Maß des Winkels POQ1 auf zwei Stellen nach dem Komma gerundet. Gesucht ist also dieser Winkel hier. Da gibt es mehrere Möglichkeiten. Einerseits könnte man über Geraden und ihre Steigung was berechnen. Ich gehe allerdings wie folgt vor. Ich habe in der Aufgabe ja zuvor ja überprüfen müssen, ob es ein gleichseitiges Dreieck ist und habe da alle drei Seiten berechnet. Wenn ich jetzt alle drei Seiten habe und ein Winkel ist gesucht im Dreieck, kann ich auch natürlich die Trigonometrie zu Hilfe nehmen und schaue ich schnell nach. Auf Seite 30 finde ich die entsprechenden Formel dazu. Beim Sinussatz bräuchte ich auf jeden Fall Winkel dazu, da ich aber keinen weiteren Winkel kenne, fällt er schon mal weg. Beim Kosinussatz ist es, ich brauche drei Seiten und einen Winkel. Die drei Seiten sind mir bekannt und der Winkel ist gesucht, also kann ich tatsächlich den Kosinussatz ansetzen. Das funktioniert wie folgt. Wenn hier mein Winkel ist, muss ich mit der Seite, die gegenüber vom Winkel liegt, anfangen, also mit der Seite PQ1. Dann folgt daraus, PQ1² ist gleich, und jetzt die beiden anderen Seiten, OP² plus OQ1² minus 2 mal OP mal OQ1 mal Cosinus des gesuchten Winkels POQ1. Setzen wir bekannten Größen ein. PQ1 hatten wir, wie gesagt, vorher ausgerechnet, hat die Länge von 3,16, also 3,16². Und jetzt OP war 3,16 ebenfalls Quadrat plus und OQ1² waren 2,83 minus 2 mal 3,16 mal 2,83 mal Cosinus des gesuchten Winkels. So, und jetzt gilt es daran, diesen Cosinussatz so oben zu formen, dass am Schluss noch der Winkel POQ1 übrig bleibt. Man kann es auch in den Solver eingeben, wenn euer Taschenrechner das unterstützt. Und ich forme es jetzt allerdings um. Das geht wie folgt. Kann man von rückwärts lesen. Wir beginnen. Winkel POQ1 ist gleich. Und jetzt, hier haben wir einen Cosinus stehen, also die Umkehrfunktion Cosinus hoch minus 1 von Klammer auf. Hier ziehen wir einen großen Bruchstrich. In den Nenner kommt jetzt alles, was hier mit einer Multiplikation vom Cosinus steht, also minus 2 mal 3,16 mal 2,83. Und hier drüber in den Zähler kommen einmal hier diese 3,16². Und jetzt kommen noch diese beiden Zahlen hinzu, allerdings mit umgedrehtem Vorzeichen. So, wem es jetzt zu schnell geht, der überlegt einfach nochmal, wie die normale Umformung von dieser Gleichung ist, dass wir auf Winkel POQ1 kommen. Heißt ja zuerst minus 3,16² und minus 2,83, das ist dieser Teil hier. Dann haben wir hier überall mal stehen, also müssen wir geteilt rechnen durch diesen Teil. Das ist das, was jetzt hier in den Nenner kommt. Dann bleibt noch der Cosinus übrig und das ist dementsprechend Cosinus hoch minus 1. So, das lässt sich jetzt in den Taschenrechner wieder ganz normal eingeben. Und da kommt für den Winkel POQ1 dann raus, dass der eine Größe von 63,40 Grad besitzt. Ja, und an dieser Stelle sind wir dann auch schon wieder fertig.